fuck. Moin, ihr Lauser. Und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und in weiser Voraussicht, nicht zu wissen, wie sich jetzt die nächsten Minuten hier gestalten werden, möchte ich mich einfach nochmal bedanken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch ein paar Worte an meine treuen Zuschauer, die das Ganze hier seit Anfang an oder schon sehr lange verfolgen. Das hier, was irgendwann mal als Schnapsidee begonnen hat, so ohne sich irgendwas vorzumachen, sich da hingesetzt zu haben, ohne zu ahnen, was irgendwie daraus werden sollte. Ein Auf und ein Ab, das erlebt ihr ja mit, was ich hier vor der Kamera in stetiger, unregelmäßiger Regelmäßigkeit zelebriere. Und im Moment, ich habe den Eindruck, es geht alles einfach nur bergab. Und ich weiß warum, aber die Gründe sind vollkommen egal. So, überhaupt das Gejammer vor der, da geht's jetzt schon los. Das Gejammer vor der Kamera immer, ne? Habe ich oft gemacht. So, es gab Sachen, die musste ich loswerden. Mittlerweile festgestellt, nee, einfach nicht mehr so, weil jeder hat da sein Päckchen zu tragen. Ich müsste im Moment hier Freude tänzelnderweise durch die Diele springen und einfach wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt sein. Wisst ihr was, nächste Woche Dienstag, ja, kommt die offizielle Vorankündigung für mein Buch. Buch ist fertig. Ich habe hier das Musterexemplar liegen, beziehungsweise das Ding hier. So, hier, das ist es. Mehr dazu nächsten Dienstag. Es ist alles perfekt geworden. Es ist alles großartig. Aber okay, ich habe eine rotzbeschissene, kackverfickte Pisslaune. Und das seit Wochen. Und es hört nicht auf und ich fühle mich einfach mein gesamtes Körpergefühl. Es ist egal, wo ich mich mit beschäftige oder was lese oder im Internet Bücher lesen. Das kriege ich im Moment noch einigermaßen hin, das lenkt ab, aber ich darf am besten gar nicht ins Internet. Ich krieg so eine Halskrause bei allem irgendwo und dann ist das natürlich jetzt auch so, jetzt hatte ich da letztens so ein schönes Bildchen gepostet, hier aus der Anfangszeit von Krachmucker TV, ne, wo ich da vor der alten Tapete noch gesessen habe, mit Panzertape an der Kellerwand befestigt und mit dem damals klassisch mürrischen Blick da. Und dann kamen so Fragen so, wo ist denn der Ernie, der sich da auch ein bisschen grummeliger gibt? Und dann denkst du ja auch so, ja gut, jetzt hast du die Laune, jetzt kannst du das durchziehen, hier, schmeißt den Leuten hin, was sie fressen wollen. Aber so einfach ist das gar nicht. So, es ist jetzt ja nicht so, dass ich das damals gestellt habe. Also bei der 25 wichtige Black Metal Album Show da, ne? Da war beschissen so. Einen Tag vorher das gedreht und alles nichts geworden, unscharf und so weiter. Ja gut, an mir selber kann ich nicht viel scharf drehen, ne? Aber da, ansonsten am Anfang, allererste Show hier, 5 Dinge, oder 10 Dinge, die als Liveband nerven. War ich da wirklich schlecht gelaunt oder einfach nur hammernervös, weil ich noch nie vor der Kamera so richtig gesessen hatte, da in der Form, ne? Und im Moment, ich habe also eigentlich irgendwo den Eindruck, und es ist der strategisch beschissenste Augenblick, jetzt alles gegen die Wand zu fahren. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, jetzt müsste ich eigentlich die schöne Werbetrommel rühren hier und so weiter und jede Woche Videos und so weiter. Und ich kann halt nicht. So, also jetzt nächste Woche, schöne Vorankündigung, ihr wisst Bescheid, 10 Euro und so weiter, wenn nicht. Mein Video zum Thema die Seele des isländischen Metals. Habe ich jetzt eine Woche verschoben, deshalb sitze ich jetzt ja gerade hier. Ne? Kommt dann, Dienstag kriegt ihr noch ein bisschen mehr übers Buch. Also, geht schon klar, das sind Sachen, machen Spaß und ich habe auch noch Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Ne? Aber wisst ihr was, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt hier 5 Platten rausgesucht, die vielleicht irgendwie ausdrücken, wie ich mich innerlich gerade fühle. Und ich lache und ich könnte aber brüllen und schreien. Sadistic Execution. Das Album heißt Fuck und es ist der Wahnsinn. Aber was Rock hier liefert, ne, ich meine, die Band kennt ihr, aber das ist einfach auf schwarzes Wachs gedrückte Hassmusik. Fuck. Und einfach nur widerwärtiger, berstiger, ekelhafter, hässlicher Metal.
Habe ich jetzt irgendwas von Black Metal hier in der Einleitung geschrieben? Ich weiß es nicht. Das denke ich mir noch aus. Ist gar nicht alles so wirklich. Ist das hier Black Metal? Keine Ahnung. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Ding, ne? Wo ich schon sagte, ich rege mich in letzter Zeit über alles auf. Und ich höre ja selber immer noch gerne Black Metal. Das war ein bisschen, naja, was heißt mehr, als ich angefangen habe mit dem Kanal. Das war halt so, ich habe mittlerweile einfach über die meisten Alben schon gesprochen. Und dann jede Woche das Gleiche zu machen, bringt halt auch nichts. Und ich höre immer noch viel, also vor allen Dingen düstere Musik. Jetzt bei der Arbeit, während ich arbeite, da halt mehr so Ambient-Sachen in erster Linie. Man guckt immer noch, ob man doch noch mal so ein paar Juwelen im Dungeon-Synth findet. Naja, und am Ende bleibe ich dann immer beim Silent Hill Soundtrack, weil irgendwie der im Moment so zumindest auf der Ebene mich am meisten beruhigt. Aber das hier ist, das ist so das, was ich auch irgendwo von Black Metal seit geraumer Zeit erwarte. So, man hat bei Black Metal, das fing irgendwann mal irgendwie an, ne? Da haben Hellhammer haben Musik gemacht, dann Bathory und Venom. So, und wenn du da jeweils so die ersten Geschichten nimmst, das ist eben dieses raue, finstere, böse gewesen. So, und dann kam der Norsecore, dann hier die Norweger. Und natürlich sind das gewalttätige Bilder, die im Kopf entstehen, wenn du In the Night Side Eclipse hörst. Natürlich gibt es viele melodische Sachen, die ich unglaublich gerne nicht nur gehört habe. Diabolical, Masquerade, Raven, Dusk in My Heart, Ancient Wisdom, For Snow Covered the Northland, was ich gesagt habe. Oder aus der heutigen Zeit natürlich Dauthos. Ich erzähle ja auch nicht einen vom Pferd, wenn ich sage, dass ich Sumerian Tomb eben wunderbar finde. Aber irgendwie gibt es immer wieder diese Momente, wo Black Metal einfach Black Metal sein muss. Und na, also der Übergang hier ist einfach stimmig. Denn ich habe mich bei Katharsis immer gefragt, so, wo ist da der Einfluss? Warum klingt Katharsis komplett anders als alle anderen deutschen Black-Metal-Bands? Und warum klingt keine Band wie Katharsis? Vermutlich, weil sich diese Band einfach an ganz anderen Bands orientiert hat. Jetzt hast du natürlich so die 666 oder die Crucifixion. Die mag ich sehr gerne. Aber die ist ja praktisch auch ein harmonisches Stück Musik verglichen hier mit der World Without End. So das Chaos. Warum ich sagte den Übergang? Ich meine, guckt euch das Logo an, das denke ich mir jetzt auch nicht aus. Das ist die Inspiration hier, kommt von Sadistic Exekution. Und da ist es dann manchmal auch vollkommen egal, heißt das jetzt Black Metal, ist das Death Metal, ist das was weiß ich. Scheiß drauf, es ist Hassmusik, es ist einfach wuterfüllte, raue Musik, die nicht gefallen will. Das ist das, was mir im Black Metal so gerne so fehlt häufiger. Diese ehrliche, inbrünstige Sucht danach nicht anzustoßen, zu gefallen, sondern das Widerwärtige in dir selber herauszukehren. Weil so irgendwo, gerade jetzt heute oder die letzten Jahre irgendwie, scheint Black Metal irgendwas zu sein wie, ja, wir müssen ein besonders edgy Image haben und das Ganze auch irgendwie schön, ja, immer die gleichen Leute letzten Endes abzufacken mit immer den gleichen Themen. Und die Musik ist dann aber irgendwie so, als ob ein Autoscooter in den Süßigkeitenstand rasselt. Also Musik muss dann immer schon schön harmonisch sein, die Bandfotos werden es dann richten. Und hier ist einfach alles Anti. Und das ist so geil da dran. Und das höre ich dann. Und das habe ich jetzt vorhin gehört. Und da wurde es kurz ein bisschen friedlicher im Bauch. Wo ich jetzt rede, ne? Visigoth, Conqueror's Oath, da ist die Begeisterung so. Und viel und oft und in den letzten Jahren. Und deshalb ist das ja fast wie eine Therapie, was ich hier vor der Kamera mache für mich so. Und weil wir irgendwo zumindest so die Leute, die regelmäßig auch zugucken und auch mal schreiben, da sind wir ja vielleicht so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Nicht immer, ne? Aber da kommt man ja, da redet man sich ja in Rage. Und das hilft mir auch. Da fange ich an, ein Video, das gibt's ja auch ganz oft, und habe eher so, aber so während des Videos merke ich, meine Güte, ja, das ist es doch einfach. Und manchmal geht mir das flöten in letzter Zeit. Und das ist ganz traurig. Und ich weiß nicht, wie ich dagegen ankämpfen soll, weil ich im Moment lieber alleine bin. Na, also ich bin jetzt auch alleine. Aber scheiß drauf, ob Black oder Death. Was ist denn hiermit?
irgendein verfickter, verkackter, dummer Gatekeeper bist, dann regt man sich jetzt wahrscheinlich darüber auf, dass man so ein Stück von einem Album hier in die Kamera auf einem Format wie YouTube hält, damit das möglichst viele Leute zu schätzen wissen, die es ja alle überhaupt gar nicht verstehen werden und die es alle überhaupt nicht verdient haben oder überhaupt nicht wert sind, solche Musik zu hören. Dieser dämliche Kack. Wirklich, so diese Einstellung zu glauben, dass es nur eine gewisse Riege von Leuten gibt, die Musik verstehen und hören dürfen. Und wer entscheidet das, ne? Excoriate. Es ist dieser Gesang. Dieses kehlige. Ah! Das ist Black Metal. Es klingt wie Death Metal, aber es ist eigentlich, irgendwas mit Nägeln durchschlagen, was hier in die Leber gebolzt wird. Einfach nur dreckig. Aus irgendeinem sowieso schon. mir gehen langsam die Begrifflichkeiten aus. Und Pestilent Winds. Das ist dieses. Die Musik ist von dem allem, was ich herausgesucht habe, relativ ähnlich so vom Ding. Ich meine, wo gehst du hin, wenn du auf die Fresse haben willst? Natürlich zu Sepulchral Voice. Vollkommen klar. Und wenn du da schon mal bist, dann nimmst du halt auch mal eine Worum mit. Ja. Concrete Winds. Primitive Force hätte ich jetzt genauso gut, aber die hatte ich jetzt schon ein paar Mal öfters. Und Primitive Force ist für mich, das ist eine Behauptung von oder eine neue Definition von gewalttätiger Musik. Und das hier ist auch in keinster Weise irgendwo schöngeistig. Das ist, ja, hier auch das hier und alles, was ich hier hatte. Naja, das ist hier Sadistic Execution. Das ist der größtmögliche Gegensatz zu Alcest. Und wenn du hier nochmal guckst, so, da hast du ja manchmal bei der World Without End, die ist so chaotisch. Das hat was Französisches teilweise von diesen so gewissen Bands. Das hat irgendwo, teilweise klingt das sogar irgendwie wie Heavy Metal, aber eben nur so ganz kurz in einer total noisigen Variante. So, wenn dann der Gesang so ins falsettige Hohe geht und dann irgendwo diese Rückkopplung sich da überschlagen, ne? Und warum ist einfach auch nur Gebretter? Oder oh, es tut so gut. Ich kann es auch nicht immer. Ja, es sind Widersprüche. Das stelle ich ja immer wieder fest. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile auch meinen Frieden mitgemacht, beziehungsweise für mich einiges verstanden, dass einfach vieles einfach aus Widersprüchen und manchmal auch nicht logischem Verhalten besteht, weil logisch handelt ja irgendwie fast niemand. Und wenn das alles durchgelaufen ist und dann am Ende bist, ja, und das, ich sag mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist, so das Artwork, ich weiß es jetzt nicht, also erinnert mich immer wieder an The Ring, ob es jetzt so die Koji Suzuki-Geschichte ist, Ring, das japanische Original oder eben eins der wenigen guten Remakes im Rahmen dieser japanischen Remake-Welle oder der, ja, eigentlich eher Hollywood-Remake-Welle von japanischen Originalen. Passt es. Also das Original, finde ich halt, hat einfach nochmal eine Düsternis. Ich mag diese stillen Filme. Das liegt natürlich auch irgendwo. Auch wenn einfach mal keine Hintergrundmusik dort läuft in Filmen und einfach dort der stille Raum gelassen wird. Und das hier ist widerspenstig. Und das ist, also irgendwie bringt der amerikanische Black Metal den besten und auch den furchtbarsten Black Metal hervor. Leviathan und Death Heaven. Was Rest hier macht, das spottet jeder Beschreibung. Das ist Niederträchtigkeit. Habe ich den Begriff auch schon? Finde ich jetzt irgendwelche neuen? Wahrscheinlich nicht. Es ist das wahrscheinlich auch depressivste? Ich weiß es nicht. Er hat einen Sound, den kein anderer hat. Er macht alles alleine. Er kann wahnsinnig gut seine Instrumente spielen und macht dies auf eine Art und Weise, die den ständigen Fickfinger vor sich hält und auf alles scheißt, was irgendwer irgendwann mal gesagt hat, was irgendwie sein muss.
So, ich hätte jetzt hier auch an der Funeral Moon reinhalten können. Aber norwegisch hatte ich jetzt heute keinen Bock drauf. So, habt ihr verstanden, wie es mir geht? Ich weiß es nicht. Und trotzdem, Ernie, hörst du zu? Die Zeit ist zu schade für Scheiße. Bis dann.